Hey Leute, Martin hier. Willkommen zurück zu Böse Nachbarn 2. Ja, wir sind bei der letzten Staffel angelangt. Mexiko. Ja, nur zwei Folgen, aber jeweils 9 Streicher und danach kommt ja noch eine Schifffahrt. Naja, die erste Folge von 2 heißt Und Action. Viva Mexiko! Während Mutti sich mehr für die Stiere und Tempel erwärmen kann, tobt sich der Nachbar richtig aus. Da ist Action angesagt, wenn er sich über Abgründe schwingt und von der Klippe springt. Doch merke, wo viel los ist, kann auch viel passieren. Jawohl. Das ist richtig. Ja, es sind zwar nur 2 Folgen, aber 2 sehr lange Folgen. Und 2 sehr komplizierte, was die Streiche manchmal angeht. Also, ich hoffe, ich weiß noch so ungefähr, wo alle Streiche versteckt sind. Also, ich weiß noch, wo die sind, aber wie ich die ankette, meine ich natürlich. Aneinanderkette. So, als erstes warten wir mal, bis die Mutti sich hier... Die Mutti hat als auch einen Tagesablauf, sie geht erst zum Stierkampf und guckt sich dann die Statue an. Der Tagesablauf des Nachbarn hingegen ist ein bisschen... Ja, bisschen weiter, bisschen länger. Natürlich, also er geht hier zur Statue, schwingt sich hier rüber, raucht eine Zigarre, schläft, reitet auf dem Bullen, springt hier von der Klippe, geht nach hier oben zu dieser Statue und, ja, und überhaupt. So. Und unser Versteck ist diese Statue. Ah, Moment. Baumharz. Nicht vergessen. Das kann man leicht übersehen. Das Baumharz hier vergesse ich manchmal. Weil das echt ein Gegenstand ist, den man sehr leicht übersehen kann. So. Komm, kann die Mutter sich mal verpissen, bitte? Dankeschön. Wir müssen nämlich hier was vorbereiten. Und zwar mit so einem Aktionsdings. Bums. Ach, komm schon. Jawohl. Und anschließend haben wir haben eine Euro-Münze und einen zweiten Rubin gefunden. Damit haben wir, glaube ich, alles gefunden, was es zu finden gibt. Jetzt müssen wir nur noch die Streiche vorbereiten. Das ist aber nicht so schwer. Wir warten nämlich, bis die Mutter sich hier beim Stier aufhält und der Nachbar hier hochgeht. Das gibt, glaube ich, einen kleinen, sehr kleinen Zeitraum. Ich glaube, sobald der Nachbar verschwindet, müssen wir hier runter. Denn die Mutter wird sich direkt auf den Weg machen. Komm schon. Ja, schneller. Ah, sehr gut. Sehr gut. Okay, ach nee, wir haben noch nicht alles. Wir müssen noch das Brecheisen mit der verschlossenen Mine benutzen, um... So. Und anschließend verstecken wir uns in der Lore. Jetzt heißt es nämlich warten. Wir haben nämlich... Ah doch, wir haben noch einen. Oder? Der Zeitablauf ist so ein bisschen doof. Na egal. Wir müssen nämlich hier die ersten Streiche vorbereiten und dann geht es hier so rum hier hin und dann die Streiche und dann die Streiche und dann die Streiche. Ne, die Streiche und dann die Streiche. Also ein bisschen komisch geregelt zeitlich gesehen. Aber Moment, der Nachbar schläft ja. Dann können wir jetzt schon mindestens einen Streich mal vorbereiten. So. Ne, wir können es auch bleiben lassen. Der Nachbar schläft ziemlich kurz. So. Land conmigo! Bam, 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 bam. So, sobald der Nachbar hier zum Klippenspringen geht und die Mutter dann bei den Statuen ist, dann können wir hier anfangen. Das Zeitfenster hier ist ziemlich klein, da muss man aufpassen. So, jetzt ist der Nachbar beim Klippenspringen. Jetzt müssen wir anfangen. Aber jetzt ist die Mutter beim Stierkampf. Oder beim Stierkampf, beim Stier. Da hinten sind auch noch 2 Stiere. Schade, dass die sich nicht bewegen im Hintergrund. Das hätte man vielleicht so machen können, dass die sich ein bisschen bewegen. Naja. Wir halten schon mal drauf, den Sprengstoff mit Zigarren. Ich denke, ihr seht, worauf ich hinaus will am Ende. So, sobald die Mutter den Bildschirm verlässt, geht's los. So, und die Farbe mit der Bank
Sehr gut. Okay, damit haben wir die Streiche vorbereitet. Anschließend Brecheisen mit Robotbulle. Nee, warte mal. Brecheisen mit Robot. Hä? Was muss ich denn hier nochmal benutzen? Ach, Baumharz, natürlich. Mein Gott. Brecheisen. Die Münze in den Münzeinwurf, damit das Boot sich bewegt. Und den Maiskolben mit dem Papagei. Denn was passiert, wenn der Papagei Mais frisst? Richtig, er kackt. So. Jetzt auf nach hier oben. Es gilt, weitere Streiche zu präparieren, nämlich einen Rubin. Ja, ja, mecker du mal rum. Mir egal. Rubin mit dem Aztekenthron. Das ist jetzt ein bisschen mystisch. Ach ja, und die rote Farbe auf dem Rücken erregt den Bullen ein bisschen. Sehr lustig. So, das ist Nummer 1. Und Nummer 2 anschließend den rostigen Dolch mit der drehenden Steinscheibe. Und dann verstecken wir uns... Ah ne, wir warten hier oben. Das ist keine Chance, dass ich rechtzeitig schaffe, oder? Verdammt. Wenn ich jetzt hier oben gefangen bin und der Nachbar mich erwischt, na, dann soll es wohl so sein. Das Baumharz klebt übrigens schon ziemlich. So, Mutter, geh mal zum Stierkampf. Warum sage ich immer Stierkampf? Meine Güte. So. Wir benutzen den rostigen Dolch mit der Peitsche. Und dann verstecken wir uns hier unten. So, und jetzt haben wir alles vorbereitet. Sehr schön. Ha, sehr gut. Das hat geklappt. Der Nachbar rutscht auf der Vogelscheiße aus und fällt auf das Boot, was wir da schön platziert haben. Sehr schön. Und das Publikum kennt kein Halten mehr. Sehr gut. Als nächstes geht's hier oben zum Aztekenthron. Jeder Rubin, den wir eingesetzt haben, steht übrigens für einen Streich. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich sag nur so viel. Der linke Rubin steht für die linke Hand und der rechte Rubin für die rechte Hand. Und ein Rubin einzeln einsetzen ist zwar lustig, aber bringt nicht so viel, aber beide ist noch lustiger. Dann passiert nämlich das. Bumm. So sieht's aus. Naja, und wir haben, ihr wisst ja, wir haben ja die Platte hier rausgehebelt und das Seil angeschnitten. Das sind auch zwei verschiedene Streiche. Und dieser Kombistreich sollte uns eigentlich den Sieg einbringen. Jawohl. Herrlich. Wir sind zwar im gleichen Bildschirm, aber das kümmert den Nachbarn gerade nicht. Okay, das war Folge 1 von Mexiko. Folge 2 von Mexiko folgt dann demnächst. Also, bis dahin, macht's gut und haut rein.